Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Die Digitalisierung verändert schon heute unser aller Leben, und diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren weiter beschleunigen. Da ist es nur natürlich, dass die Digitalisierung auch vor den Schulen nicht Halt machen wird und nicht Halt machen kann. Es ist also eine Kernaufgabe, sich dieses Themas anzunehmen, und eine wahre Herkulesaufgabe noch dazu. Alle drei vorliegenden Anträge beschreiben vieles Richtige. Am weitesten geht dabei der Antrag der Regierungskoalition. Er beschreibt alle möglichen Aktivitäten. Manche Aspekte sind wirklich bedeutsam, andere wiederum behandeln eher Nebenaspekte. Doch in keinem Punkt kann man wirklich widersprechen. Einige der angesprochenen Projekte werden zum Teil schon durchgeführt, andere sollen in Zukunft nun verbindlich angegangen werden. Und doch hat der Antrag eine entscheidende Schwäche. Er setzt keine Schwerpunkte. Und hier wird sich in Zukunft das Hauptproblem zeigen. Trotz der imposanten Summe von 5 Milliarden Euro, die vom Bund für den Digitalpakt Schule zur Verfügung gestellt werden, ist jetzt schon klar, dass dieses Geld, aufgeteilt auf 5 Jahre und 16 Bundesländer, letztendlich nur für sehr wenig reichen wird. Die Aufgabe ist um so viel größer. Ohne Schwerpunktsetzung wird es also nicht gehen. Und hier kommen die beiden anderen Anträge mit jeweils sinnvollen Betonungen ins Gespräch. Die Grünen bemängeln die Konzeptionslosigkeit des Vorgehens der Regierungskoalition. Und es stimmt, wenn man ein Haus bauen will, macht man zuerst einen Plan. Man fragt sich, wo das Haus stehen soll, für wie viele Menschen es gedacht ist, wie groß es werden soll, vielleicht was für eine Heizung man installiert und so weiter. Und erst wenn man das alles festgelegt hat, beginnt man zu bauen. Bei der Digitalisierung in der Schule fängt man schon mal an. Den Wunsch der Grünen, vor diesem Aktionismus erstmal die Konzeptphase zu setzen, halten wir prinzipiell für sinnvoll. Etwas näher am Status quo, an der derzeitigen Schulrealität, bewegt sich der Antrag der FDP. Hier sollen vor allem die berufsbildenden Schulen gefördert werden. Und das können wir voll unterstützen. Hier sind die knappen Gelder am nötigsten und gleichzeitig am besten eingesetzt. Zusammenfassend kann man sagen, in keinem der drei Anträge steht etwas Falsches. Jeder Antrag hat seine eigenen sinnvollen Aspekte, denen kaum zu widersprechen ist. Deshalb werden wir allen drei Anträgen zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion erhält nun das Wort der Kollege Björn Försterling.